Wir sind total versumpft. In der Aber Tat. wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Das ist doch was. Ist ja auch ganz gut für dich, jetzt wo du deinen Blitzableiterhelm trägst. Ja. Hübsch ist der Blitzableiter im Sumpf. Ja, wir waren schon ein klein bisschen shoppen, also ich zumindest, ich weiß gar nicht. Hast du irgendwie nennenswert was gekauft? Nicht wirklich, Okay. weil ja, Handschuhe und Stiefel war irgendwie nicht, die habe ich immer noch aus dem ersten Akt. Ja. Ich zeige das hier Die nur sind ja mal. noch. Ich halte das mal ganz kurz ins Bild. Ich habe mir diesen hübschen Helm mit Feuerwiderstand halt gekauft, diese sinnlosen Handschuhe gegambelt und diese noch sinnloseren Stiefel. Kam irgendwie nicht viel Sinnvolles bei rum. Aber okay, zumindest ein bisschen mehr Verteidigung. Und dann, wo ist er denn? Da. Erstmal Broti den Brotgolem wieder beschwören und dann können wir ja eigentlich Broti. auch schon. Ach, das war jetzt so, du kriegst ja am Anfang hier gar keine Quest, du rennst ja erstmal los. Genau. Da kommt jetzt erstmal der dunkle Wanderer und löst sich in irgendwelche Dinge auf, oder? Was denn jetzt für ein Wanderer? Hier, der Kuttenschorsch hier vorne. Hey, Alter, Kuttenschorsch. bleib mal stehen. Bleib mal stehen. So. Na toll. Einen Schlüssel gedroppt. Yay. Bestimmt zu seinem Keuschheitsgürtel. Komm und such mich. Oh Gott, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir nicht durchs große Moor müssen. Naja. Und die Hoffnung, dass keine Fetische da sind, hat sich gerade erledigt. Richtig. Aber wir sind ja schon durch sämtliche Wege in der Zuflucht gegangen. Vielleicht bleibt uns ja jetzt das erspart hier. Glaubst du das wirklich? Nein. Oh, guter Brustpanzer. Guter Wurstpanzer. Brustpanzer mit zwei Sockeln, das ist doch nice. In der Tat. Macht nämlich auch einfach mal 67 Def, statt meine Rüstung hier mit 37. Da kann ich gleich noch ein bisschen was reinpacken. Hatchet Hands. Look ma, no hands. Ach so, ich kann jetzt nur noch 5 Skelette beschwören, weil ich hier den Knüppel in der Hand habe, zwecks Feuerwiderstand. Ich Ah. verstehe. Ah, hier ist Oh, schon mal ein Wegpunkt. Wegpunkt. Warte mal, dann gehe ich doch mal direkt in die Stadt. Und packe mir auf jeden Fall das da rein. Und in der Rüstung. Ja, nee. Haben wir hier so. Nee. Nee, nee. Ist irgendwie gerade alles so in der Rüstung so. Ja. Überzeugt mich irgendwie nicht so. Aber dann. Ach Mann. Mit diesen Entscheidungsschwierigkeiten. Na egal, ich lasse das erstmal so. Und dann, da ich ja eh nicht vorne drin stehe, scheiße ich jetzt mal auf den Feuerwiderstand. Außerdem, bei den Spinnen gibt es, glaube ich, gar nicht so viel Feuer, oder? Nee, bei den Spinnen nicht, das sind halt echt nur die Schamanen. So, naja, dann habe ich jetzt immerhin 32 Feuerwiderstand ohne den Knüppel. Wenn es ganz arg kommt. So. Na dann, lass uns mal ein paar Spinnen suchen. Ist hier schon eine Höhle? Ach, tatsächlich. Ja. Ich bin, ist glaube ich die falsche Höhle, aber egal. Spinnen sind auch gar nicht zu Hause, sondern nur Würmer. Na toll. Aber hier sind überall Spinnweben. Vielleicht haben die Würmer Verdauungsstörung. Ah, da ist eine Spinne. Ich habe sie genau gesehen. Echt? Ich nicht. Und Mind Eye the Dead. Wo, wo, wo? Ach da. Hirn, Auge der Tote. Oh, Kiste. Haben sich meine 20% Magic Find ja richtig gelohnt. Ich bin total vergiftet. Nein! Kann ich nicht tragen. Scheiße. Gift. Ja, eigentlich kommen wir hier auch schon fast wieder raus. Ja, hier passiert ja jetzt nichts mehr. Nee, nee, also hier ist echt nichts. Ist halt nicht die Spinnenmonstergruft. Wo? Was ist denn das überhaupt, das Auge?
habe nicht drauf geachtet, ehrlich oder gesagt. Das Herz? Nee, wie drauf? Wir haben ja die Quest auch noch gar nicht. Ja. Aber nein, es ist auf jeden Fall die Spinnenhöhle. Ach, genau, wir müssen jetzt erst irgendein Bossmonster draußen töten, damit dieses eine Ding droppt oder was, ne? Ja, das ist ja eh alles quer durcheinander. Also prinzipiell, ja, genau, sobald du das erste Bossmonster tötest, droppt halt die Jade-Figur und dann quatscht dich Kane halt voll. Oh, diese Jade-Figur erinnert mich an eine Geschichte aus meiner Jugend. Damals hatte ich nämlich auch eine Jade-Figur, selbst geschnitzt für meine Liebste, aber sie wollte mich nicht sehen. Denn ich war damals schon alt und hässlich. Obwohl ich erst 13 war. Es liegt in der Familie. Aber wo laufe ich hier denn eigentlich hin? Ich hab... Es liegt an dem Stab des Alters und der Hässlichkeit, den ich schon seit damals trage. Ich bin nämlich auch heute erst 26. Gesundheit. Ja, Stab des Nieswurzes. Also ich bin, ja, genau. Ja, ich bin nur kurz falsch abgebogen. Hab die Hälfte meiner Skelette verloren. Die finden nämlich nicht mehr raus. Du hast das Viech verflucht und es ist abgehauen. Finde ich super. Fast einen ledierten Smaragd übersehen. Na, ja, Falle. Die scheiß Mücken. Ach, die Mücken sind nicht das Problem. Oh, ein Amulett. Da ist gerade ein Amulett gedroppt. Ja. Ich laufe jetzt auch einfach mal quer da durch und nehme es mir mit. Und es macht... Nichts. 29 Kältewiderstand. Das ist gar nicht so schlecht an sich. Nur macht hier überhaupt nichts Kälteschaden. Richtig, brauchst du halt frühesten. Also vielleicht in Travinkal die Typen, die Blizzard casten, aber. Oh, ein Rare Knochenstab. Mit überhaupt gar keinen Skills drauf. Sehr schade. Eine E-Throne. Ja, steck erstmal ein. Stecke ich mir ins Fell. Ein eckiger Schild mit drei Sockeln. Ein eckiger Rundschild. Ich glaube, die Rundschilde sind in der Tat achteckig. Wobei, nee, sind sie nicht, aber es gibt Uniques, die dann so ein, beziehungsweise es ist einmal Mosas gesegneter Kreis als Unique und vom Waisenrufset, glaube ich, der Schild. Die sind dann in der Tat noch ziemlich rund, aber auch eher achteckig. Oh, ein Rare Kettenpanzer. Hauptsache, ich grab einfach immer gleich alles weg. Weiß nicht, ist vielleicht für deinen Söldner interessant, ich finde es, wobei, ja, hat leider keinen Feuerwiderstand, sonst würde ich ihn nehmen. Von der Def her ist ganz geil. Oh, dann kriegt er das doch mal. Oh, eine Ralrune. Sweet. Ui, das ist die einfach mal Feuerwiderstand macht. Ich pack die Ralrune mal in meine Rüstung. Ich jetzt nehme ich auch 62 Feuerresis. Das ist doch geil. Geil. Super geil. Super geil. Da fällt mir ein, ich muss immer noch die Heute-Show gucken. Stimmt, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich hab, glaube ich, auch Steelheart the Shade. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die von letzter Woche gesehen habe. Wo ist er denn hin? Oh, die Jade-Figur. Ich seinen Namen nur ganz kurz drauf gehabt und dann... Also bei mir war das Steelheart the Shade, aber du kannst ja nachgucken im Frame. Ja, dann wird wahrscheinlich Stahl der Schatten gewesen sein. Eine Talrune. Jetzt geht's aber ab. Ja, aber mal, ich warpe mal kurz zurück mit der Jade-Figur. Ah, ich komm mit. Achso, sprechen Sie mit Kane, sprechen Sie mit Mähschiff, sprechen Sie mit Kane, sprechen Sie mit Alcor. So war's, glaube ich. Sprechen Sie mit dem Alkohol. Brauche ich erst Mähschiff? Unten links. Links.
da wo wir rausgekommen sind. Ja, jetzt, also diesmal steht er nicht da hinten, sondern... Nee, 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 das ist ja Hartley, der dann da hinten steht. Ach so, ja, richtig. Mähschiff bleibt ja da. Stimmt, Mähschiff ist ja unser... So. Herr Seemann, was ist Kaviar? Vor allem habe ich jetzt im Questlog, befragen Sie Kane zum goldenen Vogel, kann ich aber nicht machen. Ich denke, ich nämlich keinen Vogel habe. Geben Sie Alcor den goldenen Vogel. Alter. Ja, das ist schon so... Lauf, Schlampe, lauf! Hier, Alcor, hast einen Vogel. So. Aus der Asche. Jetzt darf ich das trinken und dann bin ich cool. So sieht es aus. Na denn. Gibt dir immerhin 20 Hitpoints permanent dazu. Das ist nicht schlecht. Und zwar Base-Hitpoints. Vergessen. Base-Cookies. So, jetzt kriegen wir auch erstmal die dritte Quest. Suchen Sie Kalims Relikte. Suchen Sie in der Spinnenhöhle nach seinem Auge. Okay, lag ich also richtig. Welcher Idiot verliert denn auch sein Auge in der Spinnenhöhle? Ich weiß, ich habe es in diesem Let's Play schon ungefähr 78 Mal gesagt, aber was denn jetzt für ein Auge? Oh, ja, doch. Ja, doch. Wollen wir erstmal noch auf die rechte Seite rüber gucken? Nicht, dass wir die Spinnenhöhle übersehen? Ja, ja, ja. Ja, hier geht's, glaube ich, auch noch irgendwo. Genau, hier geht's nämlich auch noch rein. Gott, der Schinder-Dungeon wird unschön. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, diese Kackbiester, ey. Ich wünschte, ich hätte irgendwie Flächenschaden oder sowas. Kackbiester, sehr schön. Ja, ohne Flächenschaden hast du als Nahkämpfer eigentlich relativ zügig gelitten. Weil ich das erste Mal Diablo 2 gespielt habe, bin ich hier mit einem fetten Barbaren mit einem Holzhammer langgelaufen. So, der so ungefähr einmal alle zwei Sekunden zugeschlagen hat. Aber dafür auch bei jedem Schlag was umgehauen hat, oder? Ja, wenn er getroffen hat. Ich bin hier als erstes mit dem Dornenparler langgelaufen. Ah, guck mal, die Spinnenhöhle. Mensch. Dann gehen wir doch da mal rein. Auge um Auge. Spinne um Spinne. Spinnen machen ja auch nicht so viel Feuerschaden, die Flammenspinnen. Oh, da ist auch schon die Kiste. Und ja, Zark der Brenner. Zark der Brenner. Vielleicht ist es auch Zark der Penner, ich bin mir nicht sicher. Zark the Burning. Ja, der verflucht auf jeden Fall auch kräftig. Yay. Yay. Gleich zwei Augen. Moment, ich nehme beide, da kann ich lustige Sachen mitmachen. Guck mal. Ich wäre schon versucht, einfach so im Skelett diese beiden Augen reinzudrücken, einfach damit es lustig aussieht. Ich habe ja mal irgendwann, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, zum Geburtstag so eine Packung von den... keine Ahnung, irgend so... Ach hier, diese Bein- komischen... Augen gekriegt. Trolley-Jelly-Augen da. Ja, genau, mit der roten Füllung und so weiter. Mhm. Und wir hatten auch den einen Tag nichts Besseres zu tun, als zwei von diesen Augen auszupacken und sie bei dem Demonstrationsskelett in den Kopf zu drücken. Finde ich super. Sah auch echt geil aus. Kann ich mir gut vorstellen. Sag mal. Ich glaube, das Fluchen kann ich mir hier schaden. Die Viecher sind so, sparen. Die sind so schnell tot. Das ist der Fluchradius mal ziemlich mager. Oh, viele Rafters mal direkt. Ich überlege gerade, ich habe ja noch so ein... Oh, Level Up. Ich habe ja noch so ein Level Up. Ich habe ja noch so einen dreifach gesockelten Dreizack in der Truhe. Ob ich da einfach Talrunen reinpacke, damit mein Söldner pervers Giftschaden macht. Hm. Ich habe den diesen Knochenstab gar nicht verkauft, das war total dumm. Ne, irgendwas macht hier Eisschaden.
Also ich bin's nicht. Wo ist mein Knochenmagier? Ah ne, der macht Giftschaden, okay. Ach, keine Ahnung. Obwohl doch, es könnte sein, dass ich irgendwie einen Zauber habe, der Eisschaden macht. Ja. Platzen mir nämlich die Leichen weg, aber so viele brauche ich ja zum Glück auch nicht. Ja, da geht's wohl nicht weiter, würde ich sagen. Wow. Kalims Gehirn im Schinder-Dungeon. Oh Gott. Weiß nicht, es gibt so ein paar klassische Stellen, wo man gerne verreckt. Die erste ist Duriel, dann der Schinder-Dungeon und ja, vielleicht nochmal Travinkal, wobei das auf normal geht. Dann auf jeden Fall hier Kerker des Hasses Level 2, wenn stygische Puppen da sind. Mhm. Die machen nämlich so überhaupt keinen Spaß. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ja, puh. Eine Talrune. Hey. Tal, Tal, Tal. Schade, dass es keine Da-Rune gibt. Wieso? Ah, na, ja, okay. Musst du da, da, da machen. Ich bin ja immer noch dafür, dass es ein Runenwort geben sollte mit Patch 1.14, der niemals kommen wird, was auf jeden Fall Wegstoßung macht und dann halt Fahlmal um hat. Oder ein Runenwort, das Zeit heißt. Ich weiß noch nicht genau, was es macht, aber dann auf jeden Fall mit den Runen ist um. Das wäre geil. Was für ein Kackgürtel. Macht schnellere Erholung nach Treffer, 28 verbesserte Verteidigung und repariert sich selbst. Und das war's. Da behalte ich lieber meinen Feuer-Resist-Gürtel. So sieht's aus. Ja, was habe ich denn jetzt so ein Öl-Elixier eingesammelt? Nein, wo habe ich denn... Alter! Hatte ich mein Inventar nicht auf... Ach, auf der Taste hatte ich das. Ja, aus Versehen mal kurz das Aufnahmefenster verschoben. Lalala. hier geht es irgendwie auch nicht so richtig weiter, oder? Nicht. Ah, doch. Oh nein, das sieht verdächtig nach dem Großmoor aus. Meh. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, drum hat er eine hohe Stirn. Wir haben gestern so ein random Hörbuch gehört und da kam die Stelle, ich begegnete einem kleinen Mann mit winziger Brille, hoher Stirn und wallendem Bart. Die musste spontan an mich denken. Ja. Ich kann nicht noch mehr tragen. Alter, das ist ein Knochenstab, kein Knochenstab und ich wundere mich, warum ich das nicht aufheben kann. Was ist ein Knochenstab, kein Knochenstab? Ein Knorren statt Knochen. Knorren. Und ein Knorrenstab ist leider ein Zweihandstab für eine Zauberin, der auch einfach mal zwei Slots mehr belegt. Im Inventar als sein Knochenstab und deswegen konnte ich ihn leider nicht aufheben. Unfassbar. Sag mal, irgendwie... Hier geht's nicht weiter. Oh. Kati ist hier ja gar nicht auf... okay, ich glaube, wir müssen dann nochmal ganz rechts rüber. Nee. Wollen wir den Rückweg einfach in der nächsten Folge laufen? Das ist vielleicht ein guter also, Plan. Also beziehungsweise kurz offscreen und spielen auf der anderen Seite des Flusses weiter. Auf der anderen Seite des Flusses ist der Sumpf nämlich noch brauner. Mit diesen Worten auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge. Ja, macht's gut. Ciao.